Ja, wir müssen mal gucken. Jetzt könnte es interessant werden. Wir hatten ja bei der schnellsten Runde DRS. Kann man ohne DRS diese Runde toppen oder nicht? Der Tank ist ja leerer. Wir müssten ja rein theoretisch gesehen schneller sein. Und die Reifen sind noch okay. Ja, 1,40,076. Ganz knapp an der 1,39 vorbei. Ja, sehr schön. Ich glaube, dass es jetzt auch für Hamilton ein bisschen demütigend ist. Und uns schafft es Luft. Wir müssen jetzt Benzingemisch gleich noch runterschalten. Oh, hier sind wir sehr gut rum. Das war knapp. Dafür das hier bärenstark, diese Kurve. Ja, aber es hat viel Zeit trotzdem gekostet. 4 Sekunden. Wir stellen es mal auf Standard. Versuchen jetzt Reifen zu schonen. Das war schon grenzwertig gerade. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, das sind doch gute Nachrichten. Benzin sollte reichen. Vielleicht können wir jetzt zum Schluss nochmal einen Angriff starten. Ja, sehr schön, sehr schön. 4 Sekunden. Wir müssen mal gucken, ob das jetzt hält. Denn wie gesagt, wir werden jetzt, oder ich hatte es vorhin gesagt, Benzin wird am Ende knapp werden bei unserer Strategie. Da müssen wir mal schauen, ob das... ja, ob das alles hinhaut, das wollte ich sagen. Ja, da haben wir abgekürzt, das sehe ich auch so. So, dann geht's ja weiter. Ja, es läuft einfach. Ja, ich glaube, Hamilton muss selber schon fahren. Es sieht auf jeden Fall nicht so aus, als wenn er uns hier gefährden könnte. Ja, doch 4,2. Ich glaube, irgendwann 4,6, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Gut, wir haben zumindest keine Überrundung vor uns. Das hilft ja auch schon mal. Und Hamilton kommt näher, aber wie gesagt, wir müssen da noch gucken. Ein bisschen sparen müssen wir noch. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. So, und dann gucken wir jetzt nochmal. 4,2 waren es eben. Jetzt könnte es ein bisschen knapper werden. Wir fahren 41er Rundenzeiten. Mal gucken, was Hamilton fährt. 3,8. Hamilton kommt mit mittelgroßen Schritten näher. Aber bis jetzt, Stand jetzt, würde es nur reichen, um ranzukommen am Ende und nicht vorbeizukommen. Und wir können das Benzin ja nochmal ein bisschen aufdrehen für ein, zwei Runden. Das wird noch klappen zur Not. 3,8 Sekunden. Das hier auch immer eine schwierige Kurve. Eigentlich perfekt. Hätte man ein bisschen eher aufs Gas gehen können sogar. Dafür haben wir die hier wirklich gut erwischt.
Ja, Abstand bleibt gleich, 3,8. Das heißt, das gilt es jetzt auch zu verteidigen. Und eigentlich kommt Hamilton da nicht mehr ran. Da kommt er nicht mehr ran. Jetzt können wir für die letzten zwei Runden nochmal Benzin aufdrehen. Und dann gucken wir mal, was drin ist. Was ist möglich hier? Ah, hier nochmal gut rum. Ich glaube, die erste Kurve, beziehungsweise die zweite, war nicht so optimal. Dennoch reicht es zu einer absoluten Bestzeit, wenn auch nur für 32.000stel. Hier sind wir nicht so gut rum. Hier die sehr schwierige Stelle. Ja, und hier riskieren wir es mal. Und ja, früh aufs Gas. Geht oft schief. Wir ja. Haben hier auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. 3,8 Sekunden bleiben. Also viel gebracht hat es da nicht. Die 140076. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Die 140076 scheint die schnellste Rennrunde zu bleiben. Aber man sieht auch, mit einem zusätzlichen Stop hätten wir jetzt nicht wirklich was reißen können. Wir mussten das so durchziehen, wenn wir Chancen haben wollten. Zeigt erste Verschleißspuren. Optimalleistung nicht mehr möglich. Das ist ganz schlecht. Im ersten Sektor stört uns das aber nicht. Eigentlich auch doof, dass man für so eine schnellste Rennrunde Material verschwendet. Muss man ja auch mal sagen. Ja, ich glaube, das war hier ganz suboptimal rum. Ich glaube, viel schlechter ging es nicht. Na, ja, das war grausam. Ja, und da kommt Hamilton wahrscheinlich sogar noch näher. Also, puh. Beide pushen. Ja, und da kommt Hamilton rum. Letzte Runde. 4 Sekunden ist der Abstand. 3,6. So, letzte Mal hier durch diese doch schwierige Kombination. Ein letztes Mal hier auf den Hügel hoch beschleunigen. Jetzt geht es nämlich hier bergauf. Man sieht das in den Bildern nur sehr schlecht. Mäßig bekommen. Hier hängt jetzt viel von ab, von dieser Kombination hier. Die haben wir so schlecht erwischt, dass die schnellste Rennrunde nicht mehr möglich ist. Ja, und das heißt, wir fahren das jetzt nach Hause. 1,40, 0,76, es ist okay. Nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Ja, muss ja auch nicht mehr reichen. Wir haben ja nur noch eine halbe Runde zu fahren. Und wir können hier rumbummeln, wie wir wollen. Wir fahren hier jetzt gerade auch ein bisschen trottelig. 2 Sekunden verloren.
Hamilton 2 Sekunden hinter uns. Ja, der will es natürlich nochmal wissen. Wir müssen natürlich aufpassen, dass das nicht arrogant wirkt oder wie auch immer, weil wir jetzt Benzin sparen. Letztendlich geht es mir um den Motor. Wir haben ja gehört, dass er schon belastet ist. Und eigentlich sollten wir das schaffen. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Ja, und das schaffen wir selbst mit DRS. Die Zone ist sehr kurz bis dahin. Boah, ja, die Kurven kriegen wir schon nicht mehr optimal. Sieg Nummer 3. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Fantastisches Rennen. Einfach klasse. Diesen Rennsieg hast du dir sowas von verdient. Ja, auch damit sind wir am Verstappen auch vorbei. Sauber hat heute einen großartigen Sieg gefeiert. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Die Safety-Car-Phase hat heute ohne Zweifel den Unterschied ausgemacht. Der Schlüssel zum Erfolg war eindeutig, dass sie ruhig geblieben sind und schnell auf die Situation reagiert haben. In der Vergangenheit haben Teams immer wieder zu zögerlich reagiert und so den Sieg verspielt. Aber sie waren entschlossen und konnten sich dadurch einen Vorteil verschaffen. Hier kommen Sie nun und betreten das Podium nach diesem aufregenden Grand Prix. Dass diese unabhängigen Teams so wettbewerbsfähig sein können, zeigt, wie vielseitig der Sport heute ist. Und was für ein toller Sieg das von Sauber war. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Ein gutes Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Auf jeden Fall der fliegende Finne. Warte, wie viele fliegende Finnen hatten wir inzwischen schon? Wie auch immer, in diesem Fall meine ich Bottas. Starkes Tempo und ebenso gute Arbeit im Verkehr. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Die Führung an der Spitze ist nach einem starken Wochenende der Herausforderer geschrumpft. Auch für Haas war das ein starkes Rennwochenende. Das amerikanische Team hat tolle Arbeit geleistet und klettert in der Rangliste weiter nach oben. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn sie das nächste Rennen verpassen würden. Aber den Fehler machen sie nicht. Wir hoffen, sie wiederzusehen. Also bis dann. Ja, das wäre verrückt. Kollision mit Hamilton verursacht. Naja, kann ich nicht so ganz verstehen. Das definitiv kann ich verstehen, aber ich habe ihn wirklich nicht gesehen. Ja, Rosberg sagen wir mal nicht zu. Und so sieht das dann aus. Unser Teamkollege, tja, ist 18. geworden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist schon interessant. Daniel Ricciardo erbt quasi einen Punkt dank Rosbergs Ausfall. Und das ist eine Enttäuschung. Red Bull hat hier völlig versagt auf der Strecke. Und Williams hat sich sehr gut dargestellt. Sehr, sehr schön. Übrigens, Sebastian Vettel ist nur 0,1 Sekunden, weniger als 0,1 Sekunden, langsam gefahren als die Bestzeit von uns, von Haoli Yangzhou. Und ja, wir schauen uns ganz kurz den Start nochmal an. Das kennt man ja, dass wir das machen. Und ja, der Start für Hamilton, ein Raketenstart von Lewis Hamilton. Man sieht es hier ganz klar und der Sauberpilot setzt sich davor und ja, jetzt muss es eine Berührung irgendwo geben. Es muss jetzt eine Berührung geben. Ich habe keine Berührung gesehen. Also wir suchen nochmal zurück. Wo hat es denn die Berührung gegeben? Ja, ich sehe sie nicht. Ansonsten, abgesehen von Raikön, alle gesittet durch die erste Kurve gekommen. Ja, wenn wir uns das mal angucken, wie der hier wegkommt, das ist ja unglaublich. Ja, und dann habe ich ihm noch Windschatten gegeben. Das war natürlich ein bisschen dumm. Ja, hier haben wir uns leicht berührt vielleicht. Ich weiß es gar nicht so genau. Man hat es nicht so gesehen, ne? Ja, und Raikkonen hat da natürlich schlechte Karten gehabt. Er muss das ganze Feld vorbeilassen. Ja, jetzt ist virtuelles Safety Car.
Ja, wahrscheinlich, weil er zum Geist geworden ist, wurde er nicht mehr gezeigt. Ja, Raikön dann ganz hinten, also... Ja, und so sieht das dann aus, also... Dann muss ich sagen, ist von Raikön Platz 6 eine Mega-Leistung, eine wirklich Mega-Leistung. Gut, wir gehen mal weiter. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Ein gutes Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Oh, das ist heute gar nicht so einfach. Aber mein Instinkt sagt mir Valtteri Bottas. Und wenn ich mir das Feld so ansehe, tut sich für mich niemand hervor, der meine Meinung ändern könnte. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Es war ein schwieriges Rennen für die WM-Führenden, die an der Spitze an Boden verlieren. Auch für Haas war das ein starkes Rennwochenende. Das amerikanische Team hat tolle Arbeit geleistet und klettert in der Rangliste weiter nach oben. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Ja, Haas hat es vor Manu geschafft, ist sehr interessant auf jeden Fall. Und ja, wir haben uns vor Max Verstappen verbessert und Daniel Ricciardo hat 24 Punkte auf uns verloren. Das heißt, der ist jetzt auch in Schlagdistanz. Ja, bis Platz 3 ist alles möglich für uns. Ja, müssen wir mal gucken. Wir müssen weiter kämpfen. Ich würde sagen, wir machen weiter und ich muss ganz ehrlich sagen, enttäuschend ist unser Teamkollege, da brauchen wir nichts zu sagen. Das ist, den kannst du vergessen. So, hier haben wir die Pünktchen. Ja, 1000 Punkte. Was wir damit für die nächste Saison machen können, müssen wir mal gucken. Ja, unsere Ziele haben wir alle erreicht. Bleibt mindestens 19 hinter. Die Punkte sind uns nicht so wichtig. Das sind irgendwelche Online-Vergleichspunkte. Ja, und so sieht das aus. Die Rivalität haben wir gewonnen und ja, Forschung haben wir eingestellt, dass wir nächste Saison besser dastehen. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Wir können zum nächsten Wochenende gehen. Und hier hätten wir auch... wo ist denn das gewesen? Renndistanz, Reifenaufstellung. Hier haben wir das nämlich. Und hier können wir dann wählen, weich, mittel, hart. Tendenziell, muss ich sagen, bin ich unentschlossen. Aber ich glaube, wir sollten die härtere nehmen. Wir kommen damit einfach weiter. Wir entscheiden uns für die härtere Variante. Habe ich das jetzt auch richtig gemacht? Naja, wir haben zumindest mehr Medians. Gut. Ich würde sagen, wir schauen den Trailer an. Ich sag schon mal ciao, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Und ja, ich habe gedacht, es kommt noch das Video. Das will ich euch nicht vorenthalten. Aber ich werde mich an dieser Stelle dann schon mal verabschieden. Ciao. Guten Morgen und herzlich willkommen auf einer der besten Formel-1-Strecken der Saison. Wir sind hier in Japan auf dem Suzuka Circuit und warten auf den Beginn des heutigen Trainings. Eine der furchteinflößendsten Kurven aller Formel-1-Strecken ist die legendäre 130R. Ein ungewöhnlicher Name, den sie ihrem ungewöhnlichen Design verdankt. Eine Biegung mit einem Radius von 130 Meter und direkt danach ein Richtungswechsel. Nach mehreren schweren Unfällen wurde die Kurve im Laufe der Jahre umgestaltet, um eine gerade Einfahrt zu ermöglichen. Dadurch ist sie jetzt eine Linkskurve mit zwei Scheitelpunkten. Trotz der Änderungen, mit denen die Kurve sicherer wurde, stellt sie dennoch eine der größten Herausforderungen für Formel-1-Fahrer dar. Sie war auch Schauplatz eines der berühmtesten Überholmanöver von Fernando Alonso, als dieser 2005 Michael Schumacher auf der Außenlinie überholte, während er in die 130R bog.